Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy's Terminator Resistance. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich, wie immer, erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran für eure Geduld, für mein mittelmäßiges Aiming und der manchmal leicht trägen Erzählweise, oh Gottes Willen. Hier geht's heute wieder richtig rund. So viel ist schon mal gesagt und wir machen heute was ganz Spannendes. Wir gucken uns das Haus von Erin an. Ja, das Haus von Erin, wo sie das ein oder andere Lebenszeichen ihres Mannes vermutet. Aber vielleicht finden wir da noch mehr. Das wäre so cool. Oh mein Gott, so cool. Ah, alter Schwede. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ein Glück haben wir härter trainiert gehabt zum Ende der letzten Folge, wo wir diesen Skynet-Außenposten klar gemacht haben. Ja, per Ruck-Technik haben wir es nicht hinbekommen gehabt, aber dann sneaky. Sneaky mit Mainframe-Hacking at its best. Hallo, na, wie geht's euch so? Kriegt ihr auch mit denen hier abgeschossen vielleicht? Ja, easy peasy. Die haben uns nichts mehr entgegenzusetzen. Oh, was liegt denn da Schönes? Ein F-16 Harrier. Kann das sein? Ist das ein Plasmaturm, den ich vielleicht aus dem Weg gehen sollte? Ah, er hat mich, ne? Damn, oh! Nein, lauf! Hey, 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 hey! Knapp, sehr knapp. Zu weit gerutscht. Er rutscht aber auch weit heute. Erwischt? Ja, ich glaube schon. Ein bisschen. Naja. Ein bisschen zu wenig. Na, wann kriege ich dich? Das war natürlich jetzt nicht die allerbeste Variante, aber geschafft ist geschafft. Am Ende fragt einen sowieso niemand mehr, wie man etwas geschafft hat, sondern nur, ob man es geschafft hat. Das ist heute unsere Devise. Na, 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 na. Komm, komm, komm. Wie komme ich denn jetzt bitte zu Erins Haus? Das war doch die Villa. Warum haben die bei Erins Haus einen Plasmaturm hingestellt? Was macht ihr Haus so wichtig? Wow, guckt euch mal diesen Kampfjet an. Wie, mein Rucksack ist voll? Kann doch gar nicht sein. Doch ist er tatsächlich. Damn. Habe ich irgendwelche Munition dabei, die ich nicht mehr brauche? Wie diese Gewehrmunition? Ja, dann weg damit. Dann weg damit. Ich brauche mehr Chemie. Immer schön rein damit. Nee, aber wir haben genug. Wir haben genug Kram. Ho, 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 ho. Was macht Erins Haus so wichtig? Dass hier so viel Skynet-Gesocks rumhängt. Vorsichtig. Der war gerade nicht auf dem Radar zu sehen. Es könnten noch mehr hier sein. Aber jetzt ist er weg. Hä, wo ist der hin? Da ist er. Hi. Cool, dankeschön. Wow, die muss verdammt reich gewesen sein. Okay, sie war Ärztin. Wahrscheinlich hatte sie eine Privatklinik. Ärzte sind nicht immer reich. Aber sie war es auf jeden Fall schon. Sie hat zu den oberen 10.000 gehört. Schon ganz nett, muss ich sagen. Hollywood Hills. Der Arzt der Reichen und Schönen. Aber wonach suchen wir? Irgendein Überbleibsel von Erin. Ein Zettel. Bad News, Leute. Mir ist gerade was ganz Dummes passiert. Und zwar lag hier gerade auf dem Tisch ein Zettel von Erins Mann, den ich aus Versehen weggeklickt habe. Jetzt finde ich ihn hier in den Archiven nicht wieder. Konnte ihn also auch selber gar nicht lesen. Und naja, jetzt fehlt uns hier so ein kleines Stückchen aus dieser Nebenmission. Ich finde ihn wirklich nicht. Ich habe gerade alles nochmal durchgeklickt gehabt. Der fing an mit Liebe Erin, da hatte ich aus Versehen weggeklickt gehabt. Und jetzt finde ich ihn nicht. Aber egal, unsere Mission wurde aktualisiert. Wir müssen den Tennisclub durchsuchen. Mein Fehler, ne?
Ich schäme mich und hoffe auf Verständnis. Ja, dann lass uns mal den Tennisclub durchsuchen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Können direkt weiter. War nur ein ganz kurzer Absatz. Also, ich habe mir ja selber, wie gesagt, nicht richtig gelesen. Da stand halt irgendwas von, hab dich hier nicht gefunden und, naja, das Übliche halt, ne? Bin weitergezogen. Und wer weiß, vielleicht lebt er ja jetzt im Tennisclub. Auf geht's. Liegt er auf dem Weg? Ja, idealerweise ja. Sehr schön. Vorsichtig. Komme ich hier vielleicht hoch? Das wäre ganz cool. Nice. Offroad. Widerstandskämpfer. Beim nächsten Zettel bin ich doppelt und dreifach vorsichtig. Sehr schön. Ein postapokalyptischer Tennisclub. Aarons Mann, bist du hier? Wer weiß. Ist gut möglich. Oh nein. I hope it's not you, Peter. Bitte. Bitte nicht Peter. Bitte nicht Aarons Mann. Das wäre echt uncool. Aber der sieht noch frisch aus, ne? Brief an Aaron. Lieber Aaron, ich bin auf dem Weg nach Mexiko. Ich hoffe, dass du schon dort bist. Falls nicht, ich habe ein paar Vorräte für deine Reise dagelassen, in der Hoffnung, dass du zu mir kommst. Ich liebe dich und ich möchte, dass wir wieder zusammen sind. Wir sind schon einmal davon gelaufen. Wir schaffen das nochmal. Dein dich liebender Ehemann Peter. Poor Aaron. Das ist er gewesen, okay. Hätte auch sein können, dass das irgendein Typ war, der den Brief halt nur mit sich rumgeschleppt hat. Damn. Und er lag aber noch nicht lange da, ne? Also wesentlich kürzer als er hier. Aber wir widmen jetzt uns erstmal wieder unserem Hauptziel und finden den Spider-Scout vom guten Mac, damit er uns endlich hilft in Sachen Infiltrator Terminator. Vorsichtig. Ein Geschützturm. Und noch ein paar andere üble Jungs hier. Okay, das war kein Volltreffer, aber sollte reichen. Hinlegen! Auf den Boden! Du Blechbüchse, du! Na, kriegen wir den irgendwie weggebombt? Nicht mit dem Messer, aber vielleicht mit dem... Mit der Gatling! Oh, 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 nein, nein, nein. So nicht, diesmal nicht. Ich glaube, ich sollte meine Raketen verschießen. Das mit den Jägerkillern schminke ich mir jetzt erstmal ab. Na? Ja, sehr schön. Bam, ja. Oh, das ist noch ein T-800. Vorsichtig. Zauber. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Reicht. Wunderbar. Ist hier noch ein Geschütz? Ja, da direkt um die Ecke. Vorsichtig. Kanister? Fragezeichen. Oder lieber... Nee, lieber Rakete, ne? Die Rakete ist einfach mal besser. Bam, ja. Yay! Cool. Danke sehr. Alles durchladen. Den Loot nicht vergessen. Und dann sind wir hier auch schon weg. Vielleicht mal alles abscannen, ne? Gute Idee. Warte mal, man konnte doch irgendwie auch noch in eine Wärmesicht oder so wechseln. Ach! Natürlich. Ich habe jetzt gerade an die großen Spider gedacht, aber nein, er hat so einen kleinen Spider, hat er sich gehackt. Rekalibriert. Good job. I'm in my vault in one of the buildings up the street. Meet me there. Okay, alles klar. Ich freue mich drauf. Diese Dietriche. Heutzutage. Jetzt nochmal schön alles durchladen. Nö, scheint alles voll zu sein. Außer der Gatling Laser. Begib dich zu... Oh, verdammt, zu Max Aufenthaltsort. Komm raus! Es reicht. Du aller Wurm, du. Das wird sicherlich nicht der letzte gewesen sein. Mac, Mac, willkommen. Lass uns rein. Wo ist dein Gartentor? Ah, da vorne, alles klar. Höp.
Na, na, na. Hallo. Aber hier sind sie wieder. Irgendwer lungert hier rum. Wahrscheinlich wieder so ein T-800. Aber das kann uns jetzt erstmal egal sein. Nein, nicht schon wieder Minen. Überall Minen. Kannst du die nicht deaktivieren, Mac? Bitte? Das wäre ziemlich cool. Nee, da kommen wir nicht lang. No way. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, komm schon, Mann. Als ob die Terminator hier nicht vorbeikommen würden. Was bildest du dir ein? This is it. Und da sind wir. Ey, eine schöne Bunkertür. Gefällt mir. Ja, wir wollen hier auf jeden Fall weg. Dr. Mac hat sich als unberechenbar und manipulativ erwiesen. Connor behauptet jedoch, er habe das Wissen, das uns gestatten wird, Skynets neuestes Plasmagewehr zu nutzen. Ich hoffe nur, dass sich sein Vertrauen auszahlt. Finde Mac. Mac, wo bist du? I know it looks tempting, but please do not destroy that plasma container. It powers this whole laboratory. Welchen? Ach, den da, okay. Alles klar, merke ich mir. Nicht kaputt machen. Sorry for making you run around like that. But because of the recent increase in Terminator patrols, I couldn't get to that Spider Scout myself. Can I see it? Thank you. I have a gift as a token of my appreciation. While you're out looking for my Spider Scout, I used some leftover parts to make a new radio for you. I've been picking up your signal for a while now, and I imagine that Skynet has as well. So, I've made it harder to decipher. You won't have to worry about them eavesdropping. You've been listening, so you know why I'm here. Yes. Now, let me see that gun. What a beauty. I've got to tell you, if Skynet wasn't so gung-ho about killing everything, what's interesting about it is that the matter inside is far more condensed. That way, it releases more energy on discharge, dealing much more damage. And also, its plasma blast is violent, so that's different. Can you bypass the encryption lockout so we can use it? Alvin couldn't. Alvin couldn't bypass an egg timer if his life depended on it. I'll do it, but it's not that simple. First, you'll have to bring me Skynet's latest security codes. Security codes? They will allow us to access Skynet's mainframe. But they change them regularly, so I need you to connect to any HK unit and download the newest security codes. To do that, you'll need my code reader. When I was excused from the shelter, they made me leave all my equipment behind. Alvin should have my code reader. Okay, is that everything? As far as the security codes go, yes. Then I'm moving out. Actually, I've got a question about that infiltrator that you have there. Is it intact? Or more specifically, its neural net CPU? I've been hacking Skynet's units, and I'm noticing similarities in their patterns. I think I'm ready to reprogram the CPU from that infiltrator. It's more powerful than any other. Should I ask Baron about that too? No, 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 she can't know about it. She would not approve. I know how this sounds, but you need to steal it for me. What? I'm the only one that can reprogram that chip. For some reason, Skynet has started to learn at a geometric rate. We need to prepare ourselves for whatever's coming. And I believe that having an infiltrator on our side will give us the advantage. Just think about it. Okay, alles klar. Wir haben Mac gefunden. Er möchte von uns den Oralprozessor. What's the status? Mac's alive. He will help us, but he needs a device he left at the shelter. All right, we can do that. Report to me when you get back. Over and out. Alles klar, aber wir werden noch nicht losziehen. Hier gibt es bestimmt noch die ein oder andere Kleinigkeit zu entdecken.
So, neue Mission hinzugefügt. Neuralnetzprozessor. Neuralnetzprozessor. Schwieriges Wort, zumindest für mich. Und einen Fertigkeitspunkt haben wir auch noch hier. Sehr schön. So langsam wird's eng, ne? Was nehmen wir denn als nächstes? Kann ich überhaupt irgendwas noch auswählen? Ich muss jetzt Rucksack nehmen, ne? Ich werde mehr oder weniger gezwungen, meinen nächsten oder meinen aktuellen Fertigkeitspunkt bei Rucksack zu investieren. Ja, dann machen wir das. Hi. Wollen wir nochmal quatschen oder so? Hast du eine Geschichte? Nee, du bist verlobt und verheiratet mit deinen Computern. Das kenne ich irgendwoher. Ja, dann wollen wir mal los, ne? Können wir direkt zum Widerstand wieder? Das wäre ziemlich cool. Gebiet verlassen? Ja. War ein schöner Bunker. Da kamen ein paar Fallout-Vibes hoch. Zuflucht des Widerstands. Wenn uns Dr. Mac helfen soll, dann müssen wir ihm Skynets neueste Sicherheitscodes beschaffen. Die einzige Möglichkeit, um diese zu erhalten, besteht darin, mit Hilfe eines Code-Lesegeräts eine Verbindung zu einer HK-Einheit herzustellen. Dies ist ein spezielles Gerät, das Dr. Mac im Schutzraum gelassen hat. Das ist der Fremde. I have to say, you're doing quite well without my help. What are you doing here? You have to get the ones you care about to leave the shelter. They'll be in great danger if you don't do what I say. But remember, Jacob, that has to stay between us. Why? Because things need to play out the way they're supposed to, that's why. I have been here from the beginning. Each of your friends already knows the reason they need to leave. You just have to remind them. Kann ich es Commander Baron sagen? Can I tell Commander Baron? No, she won't allow it. Then she will start to question you and keep you away from your missions. That cannot happen. Okay, aber wer zur Hölle bist du eigentlich? Who the hell are you? That I can't tell you. It could change the choices that you make in the future, and we can't have that. So whatever happens, you can't know my identity. Not yet, at least. Okay, weißt du irgendwas über den Infiltrator-Prozessor? Do you know anything about a CPU that Mac wants me to steal? I do. If hacked, we could take over an infiltrator. Dr. Mac is capable of doing that. I'm not so sure if Alvin can. I think you should steal it. I think I'm more confused than I was before. Just stay focused. We'll see each other soon. Das ist so cool gemacht mit dem Fremden. Ich habe so viele Theorien, was ihn anbelangt. Mal gucken, aber ich will mich noch ein bisschen zurückhalten. Erstmal geht's jetzt zu Baron. Wir brauchen das Dechiffriergerät. Kann ich auch hier rein? Nein. Hätte er sein können. So. Hallo, ich bin wieder da. Aber nur ganz kurz. Rivers, DN 46890. Welcome back, Sergeant. Hi, alles klar? Na, Wolfie? Wolfie geht es gut? Wolfie geht es blendend? Oder war Wolfie 2? Na, will jemand mit mir reden? Aaron, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Aber erstmal muss ich handeln. Ganz wichtig, unseren Kram ein wenig verticken. Ja, immer. Immer, Mann. Zeig mal. Hast du was Neues im Angebot? Ich habe einen Gatling-Laser. Und du auch. Wo hast du den denn bitte her? Den hattest du beim letzten Mal aber noch nicht gehabt. Warte mal, wow, du hast ja noch viel mehr, sehe ich gerade. Wow, ein lilanes System-Upgrade. Ein fetter Schadenschip, den muss ich haben für mein Scharfschützengewehr. Gib, wie bitte, was? Ich habe nicht genug Kohle. Einen Moment mal. Das kriegen wir bestimmt hin. Du kriegst jetzt erstmal die ganzen Schrottchips hier. Kleinvieh macht auch Mist. Für deine Ramschkiste. Wenn nicht, dann schmelzt du dir einfach ein paar neue daraus. Das ist eine gute Sache, ne? Ja, glaube ich auch. Komm, wir brauchen die Kohle. Ich muss diesen Chip haben. Oh, da geht aber noch einiges, ne? Wir kommen jetzt einfach mal mit Masse statt Klasse. Aber das ist ja nicht so wild. Wow, ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt bis hierhin. Die ganze Looterei und so. Mann, Mann, Mann. Ja, ich behalte aber noch ein paar. Damit wir dann im Fall der Fälle die Stromkreise vernünftig schließen können. Boah, achso, das sind die alten jetzt von uns. Ich dachte, du hättest jetzt noch mehr. Das hätte ja sein können, ne? So, erstmal den fetten 40% Schadenschip.
Und die anderen Feuerrate, Ladestreifen, Stabilität. Ja, brauche ich nicht wirklich. Ladestreifen auch nicht. Bin soweit eigentlich ganz happy mit meiner Bewaffnung. Die Rohrbomben will ich auch nicht mehr haben. Raketen brauchen wir, Dietriche brauchen wir, aber die Sprengfallen. Ach Quatsch, weg damit. Die Messer behalte ich mal, die nehmen ja nicht viel Platz weg, aber alle anderen Waffen würde ich schon ganz gerne behalten. Ja, genau, machen wir. Sehr schön. Genau so. Transaktion annehmen. Und dann wollen wir gleich mal die Chips austauschen. Unsere Waffen ein wenig anpassen. Schaden 40%. Wie bitte? Warum sind da gar keine Symbole, bitte? Ist das egal? Der passt überall. Wie geil. Schön. Jetzt ist unser Präzisionsgewehr noch viel, viel schneller und, schneller und auch besser. Ja, doch, das stimmt. Jetzt können wir den anderen Chip hier einbauen in unser Plasma-Repetiergewehr. Verbessern. Schaden 30%. Können wir den auch irgendwo einbringen? Das wäre ziemlich praktisch, aber es sieht schlecht aus. Er ist einfach mal nicht kompatibel. Da müssten wir auch einen anderen Chip müssten wir dann austauschen. Wir können höchstens mal von vorne alles bauen, damit wir die stärksten Chips mit drin haben. Wir brauchen jetzt Klumpen auf 2-. Haben wir sogar, aber nur bei Stabilität. Nichts in Sachen Schaden. Klumpen auf 2-. Wir haben 2-Strich auf Klumpen haben wir, aber das ist nicht so cool. Und Klumpen auf Klumpen. Eieieiei. Nee, das geht wirklich nicht. Klumpen auf 3-Strich hätten wir. Eine Sekunde mal. Der 30er-Chip muss schon sein. Alles andere wäre totaler Quatsch. Aber 3-Strich auf 3-Strich, haben wir da was? Ja, da, Schaden 17%. Yay, nehmen wir. Sind zwar nicht die 20, aber die kriege ich hier auch einfach nicht unter. Oder? Ich jetzt so mache. Aber dann ist der. Doch, der 30% ist auch da. Aber nee, der haut da nicht hin. Schade, Mann! Schade! Echt schade! Absolut keine Möglichkeit. Ich sehe hier keine Möglichkeit, auf den grünen Zweig zu kommen. Ich brauche noch ein anderes Schadensmodul. So, eine Sekunde mal. Das geht sowieso gar nicht. Das auch nicht. Damn, ich kann den 20er-Schaden kann ich echt nicht verwenden. Doch hier, den 21er können wir verwenden. Jetzt brauchen wir irgendwas Klumpen auf 2-, nach wie vor. Klumpen auf 2-, aber ich habe da kein Schadensmodell. Ich habe 2-, auf Klumpen. Da hatte ich mich kurz gerade verguckt gehabt. Und Feuerrate hätte ich, aber Feuerrate will ich nicht. Ich will noch mehr Schaden haben. Klumpen auf 2-, Schaden. Irgendein Klumpen auf 2-, Schadenschip brauche ich jetzt von dir, mein Freund. Klumpen auf 2-, Schaden. Ja, Mann. Can I see your hardware? Ja, deine Hardware, Mann. Das kann man aber auch falsch verstehen, ne? Klumpen auf 2-, Schaden. Ich würde sie gern sortieren lassen, aber das ist hier wahrscheinlich nicht drin. Klumpen auf 2-, Stabilität. Gibt's sowas überhaupt? Komm schon. Nein. Klumpen auf 2-. Feuerrate habe ich schon. Ich brauche Klumpen auf 2-, Schaden. Gibt's einfach nicht. Klumpen auf 2-, Schaden ist aus. Ich muss von vornherein eine andere Konstellation nehmen. Ja, ist doch in Ordnung. Ich habe mich breitschlagen lassen. Dann nehme ich halt Feuerrate. Aber dann ist natürlich die Magazingröße wieder ein Problem und so weiter und so fort. Naja, aber manchmal muss man eben, ne, genau richtig, Klumpen auf 2-, Feuerrate. Ja, ist ja in Ordnung, sehr schön. 3-, auf 3-, nee, das geht auch nicht, schade. 2-, auf 2-, geht auch nicht, wenn ich jetzt hier, 3-, auf 2-, hätte Schaden, wäre doch gar nicht so verkehrt. Ich verremme mich hier die ganze Zeit. Ich kriege auch langsam Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Das wird hier nichts. 3-, auf 3-, nee. Ja, ich nehme die Feuerrad. Ist okay.
Ich nehme die Feuerrate. Ich sehe auch nicht mehr durch. Ich hab hier zu lange rumgegrübelt. Ich bin jetzt raus. Absolut. Soll reichen. Soll reichen für die nächsten Missionen, bis wir bessere Upgrades finden. Aber nicht mehr in dieser Folge, meine werten Ödländer, denn das war's für heute mit Terminator Resistance. Mir hat's wie immer eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr konntet auch ein wenig die Folge genießen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir einen Cyborg-Daumen nach oben mit so einer Flüssig-Metall-Ummantlung geben würdet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen, euer Leo. Bis dann, tschüss.